Roger Köppel spricht im Nationalrat in Bern. Keystone. Weil SVP-Nationalrat Roger Köppel in seinem Videokanal über russischen Repressalien gegen einen Schweizer Uhrenhersteller berichtet hat, wird jetzt die Bundesanwaltschaft tätig. Die Bundesanwaltschaft klärt ab, ob Äußerungen des Zürcher SVP-Nationalrats Roger Köppel auf seinem Videokanal Weltwoche Daily strafrechtlich relevant sind. Es geht um eine mögliche Verletzung des Kommissionsgeheimnisses. Die BA bestätigte am Samstag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone SDA einen entsprechenden Bericht der Tamedia Zeitungen. Eine Anzeige sei bisher aber nicht eingegangen. Die BA hob ausdrücklich hervor, es gelte wie immer die Unschuldsvermutung. Köppel hatte vor rund 10 Tagen auf Weltwoche Daily von einer Durchsuchung bei der lokalen Tochterfirma des Schweizer Uhrenherstellers Audemars Piguet in Moskau am 22. März berichtet. Dabei habe der russische Inlandgeheimdienst FSB wegen angeblicher Zollvergehen Uhren im Wert von mehreren Millionen Franken beschlagnahmt. Laut einem Bericht des Blicks von Anfang Woche stützte sich Köppel, der Mitglied der Außenpolitischen Kommission des Nationalrats ist, dabei auf eine als vertraulich gekennzeichnete Informationsnotiz des Eidgenössischen Departements für Auswärtige Angelegenheiten. Gegenüber der Zeitung wies der SVP-Politiker den Vorwurf zurück, das Kommissionsgeheimnis verletzt zu haben. Über die Razzia bei Audemars Piguet hatte am vergangenen Sonntag auch die NZZ am Sonntag berichtet. Sie berief sich dabei ebenfalls auf eine Informationsnotiz des EDA und gab an, 3 Quellen hätten unabhängig von den Äußerungen Köppels deren Inhalt bestätigt. Die BA prüft nach eigenen Angaben auch, ob in diesem Zusammenhang eine strafrechtliche Relevanz besteht. MISC, SDA.